Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Flutosaurus. Wie ihr im Hintergrund schon seht, wir spielen wieder Drug Dealer Simulator. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten hier auf jeden Fall Stoff. Was haben wir hier auf? Achso, hier haben wir Backpulver, genau. Backspeed, wie viel haben wir davon noch? 1,935 Gramm. Normales haben wir noch, okay. So, wir haben die Aufgabe. Was haben wir für Aufgaben? Gewinne deinen ersten Dealer in Person des ersten zufriedenen Stammkunden. Ich glaube, das ist irgendwie eine Auszeichnung. Das steht ein bisschen weird da übersetzt. Wir brauchen Angebote. Wir brauchen Leute, die Stoff brauchen. In der Zeit kann man ja schon mal kurz wieder was abpacken. Nee, war schon so. Produkt verpacken, neues Paket, 1 Gramm Tütchen, machen wir einfach direkt 6 von, erschaffen, zum Inventar hinzufügen. Dann haben wir den Stoff nämlich dabei. Ich könnte Free Samples verkaufen auch. Und jetzt haben wir gerade auch wieder eine Anfrage bekommen. Man muss da einmal aus dem Haus gehen. Stimmt, man kann auch noch Free Samples verkaufen, um neue Kunden zu gewinnen. Die verschenkt man, du Idiot. Stimmt, Kunden akquisieren, Akquisition, irgendwie so. Hast du 3G? Ja, hast du immer noch Ganja auf Lager? 3G wären super. Ja, hab's, komm gleich zu dir. Brauche Amphetamin, ja, habe ich. Warte, wie, einmal 2 Gramm und einmal 3 Gramm. Aufheben, aufheben, aufheben. Neues Paket. Einmal 2 Gramm. Easy. Siehst du, man muss nur einmal aus dem Haus gehen. Schon kriegt man wieder Nachfragen. Oder kurz ein bisschen warten. Asteroid brauche 4 Gramm. Habe ich noch 4 Gramm? Oh. Ich verkaufe jetzt erstmal an die beiden. Das machen wir schnell. Alles immer einfach. Ja, hier ist es. Was wolltest du? Wolltest du Speed akzeptieren? Gut, dass ich das schon mal weg habe, weil wenn ich damit erwischt werde, weiß ich nicht, ob das schlimmer ist. Ja, du wolltest 3 Gramm, genau. Bitteschön. Oh, Levelaufstieg, sehr gut. Oh, Skillpunkte. Ja, wir wollen mehr Verkäufer sein. Ja, das war's auch schon mit Skillpunkten ausgeben. Geld für das Kartell liefern. Hi. Yep, hier ist es. Machen wir 20. Hinzufügen. Speed habe ich eigentlich. Dann machen wir wirklich mal ein bisschen mehr Weed. Machen wir 35. Hinzufügen. Bestellung. Ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten. Du willst Bambinos? Ja, okay, Bambinos habe ich easy. Aktuelle Bestätigung. Ja. Bambinos. Ja, habe ich easy. Ja. Ja. Akzeptieren. Wir sehen uns. Weed habe ich noch. Wollte noch irgendwer Weed und vielleicht nur so 2 Gramm oder so. Du wolltest 4. 2 Gramm. Ja, kann ich dir easy. 2 Gramm kann ich dir easy noch geben. Hi. Ich habe deine 2 Gramm Marihuana. Bitte schön. Hab einen schönen Abend. Gönn dir, Brudi. Ist guter Stoff, ich schwöre. Das Päckchen ist eigentlich bei mir in der Nähe. Okay, Arbeitsnachts reduziert deine Sichtbarkeit und erhöht den Respekt. Wobei, okay. Okay. Du wolltest genau 4 Gramm Weed, wolltest du. Du willst Speed und du willst auch Speed. Ich mache erstmal die Weed-Bestellung. Ich will nicht mit so viel Drogen auf einmal, ne, erwischt werden. Hi. Ja, hier ist es. Hier. Kein Problem. Das heißt, ich einmal 4 und nochmal 4. Zweimal. Oder wollt ihr viel Stoff davon zufügen? Ja, nicht so viel. Machen 2 Gramm. Backpulver und Stoff hinzufügen, 2 Gramm. Heißt 2 Gramm Backpulver auf 4 Gramm Speed. Backprodukt verpacken, 2. Und will jeder Amphetamin? Jeder will 4 Gramm vor allem. Ja, gut, dass ich gerade anfange zu mischen. Anwenden, 4 Mal, weil wir brauchen nochmal 8 Gramm insgesamt. Und dann kann ich jetzt alle, müsste ich jetzt davon. Ja, da habe ich 4 Gramm insgesamt. Hier habe ich 8 Gramm bis 12 Gramm. Dreimal 4 Gramm Bestellung. One ist direkt um die Ecke. Das ist sehr gut. Das sind meine liebsten Kunden. Ich hoffe, ich verliere keine Kunden. Ich hoffe, ich verliere euch nicht. Little Weed. Ja, das ist ein neuer Kunde. Chuck Espinosa. Dann machen wir 2x2. Ja, und nehmen mal das eine hier noch mit. Chuck. Bist du ein krasser Bauarbeiter? Ja, dann braucht man auch mal seinen Ganja, ne? Kann ich verstehen. Sollte ich nur so die Time skippen? Bitte, keinen Kunden verloren, bitte. Nee, einen neuen Kunden gewonnen. Ich suche Bambinos 2G, verkaufst du? Hab ich noch? Ich habe noch 3 von dem Bug. Ich muss bald eine neue Speed-Bestellung machen, Alter.
Spedinos, ja, habe ich. Schützt auch hier Dolores. Hier war ich doch vorhin. Das hat sich doch mit Chuck zusammenpacken können. Ich habe noch ein, ich habe zwei Nachrichten. Das macht mir Angst. Bitte, bitte lass mich nicht meine Kunden verloren haben. Würde gern für dich arbeiten und dir helfen, noch mehr von dem geilen Scheiß zu verkaufen. Hey, können wir uns treffen? Brauche 3G. Ja, okay, das krieg... Der will viel... Der will für mich arbeiten! Als Dealer anheuern. Looky here, you've just hired your first dealer. Congrats. Dealers yeah. Are the dope just like any other clients, but a lot more, progressively. The thing is that they pay up after they distribute, so take that into consideration. Ja, yeah, ich weiß. Hey, können wir uns treffen? Brauche 3G von dieser grünen Fee. Ja, easy. Oh, wir haben... Ey, ich glaub's ja kaum. 3 Gramm Marihuana. So. Wir haben einfach einen Dealer, Bro. Ja. Krieg ich hin. 2G krieg ich hin. Alter, ist ja richtig. Ist ja richtig Stongs. Ich im Stongsen, Alter. Stongs. Produkt verpacken. Sehr viele Cops unterwegs. Aber gut, ist auch Polizeistunde. Kein Problem. Ich muss jetzt nur schneller sein als die Cops. Dann passt das. Aber ich bin ja ein gefühlter Usain Bolt hier, wie ich rumrenne. I'm fast as fuck, boy. Wir haben ordentlich Kohle. Also wir können das Kartell gleich easy wieder bezahlen. Wir haben sogar Plus gemacht. 4 Gramm brauchst du. Ja, dann verkaufe ich erstmal das Gras. Yep. Alter, das... Alter, nächstes Level. Wir stonksen richtig, Alter. Also während Polizeistunde ist echt... Neue Droge verfügbar! Let's go! Mehr Stoff zu verkaufen! Geil! Neuer Stoff ist verfügbar. Ecstasy, check das mal aus. Alter! Wir können jetzt Ecstasy verkaufen! Wir haben ordentlich Kohle gemacht. Wir haben aber auch Skillpunkte jetzt. Vergrößert die Preise, die du für ein Produkt verlangen kannst, womit du auch die Zahl der Verkäufe. Womit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kunden und bis zu einem neuen Kunden auftaucht. Also eigentlich will ich Verkäufer richtig hart reinleveln, Alter, bin ich ehrlich. Ja, und wir machen noch mehr Geschwindigkeit. Geld ans Kartell liefern. Hi, Eddie. Yep, hier ist das Geld. Easy. Das heißt, direkt neue Bestellungen machen, neue Drogen holen. Wir holen diesmal ein bisschen Ecstasy. Holen dafür nicht ganz so viel Weed und Ampfer. Freischalten, genau. Wir haben jetzt Ecstasy. Hi, Mann, besuche meinen Kunden. Hast du 33G Ganja? Bro, warum willst du so viel? Was ist diese Scheiße? Das ist nicht, was ich erhofft hatte. Bring mir das nächste Mal besseres. Der war nicht froh über seinen Ampfer. Okay, das heißt, ich muss jetzt mindestens... Wie viel Ganja habe ich noch? Ich muss ja noch was auf Vorrat haben, dann für meine eigenen Verkäufe. 18. Angebot erstellen. Hinzufügen. Machen wir nur 10. 10. Bestellen. 2 Stunden und 50 Minuten dauert das ungefähr. Ja, 2 Gear Weed kann ich hier holen. Kann ich hier geben. So. Easy. Ich hole das Paketchen Industriezone Stapelpalette ab. Bro, alles gut bei dir da oben? Mach's nicht! Bitte! Bitte! Don't do it! Ich will nicht springen, ich will nur, dass ihr abonniert. So, mit dem Stoff easy nach Hause geschafft, das ist sehr gut. Drogenmodus, erstmal die Pillen dahin legen, dann das dahin legen. Das kann ich eigentlich im Inventar lassen. Das kann ich nämlich gefühlt einmal alles dann zu ihm bringen. Stoff hinzufügen. Ja. Wir machen, weiß ich nicht, Ecstasy gelb, weil macht Spaß oder so. Habe ich irgendwo noch Ampfer drin? Nein. Dann packen wir das hier rein. Stoff hinzufügen. Lass mal weiß. Und dann kümmern wir uns um unseren Dealer. Aktuelle Bestellung bestätigen. Hey, heuerst du an? Habe ein paar Kontakte. Könnte behilflich. Der nächste. Du willst Bambinos und du brauchst Drops. Geil. Ja, aber ich bringe jetzt erstmal eben die 33G Weed, Alter. 10, 30. Hallo? Ich wollte. Das ist ein 5 Gramm Tütchen. Habe etwas vergessen, bin gleich zurück. Okay. Plus 200 Respekt. Ja, das will ich auch hoffen bei so viel Gras.
plus 2181 XP stable. Bist du imstande 3G Bambinos zu liefern? Brauch es echt, Mann. Aktuelle Bestellung bestätigen. Und du brauchst Drops. Kann ich auch bestätigen. 2 Gramm kriege ich easy hin. Ey, können wir das treffen? Brauche. Von diesem Disco, die, was du vertickst. So, ich muss jetzt erstmal die alle beliefern. So, viel Spaß damit und viel Spaß damit. Okay, Leute, das war's hier erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben auf jeden Fall diese Folge gut Fortschritt gemacht. Wir haben einen extra Dealer, der für uns arbeitet. Wir haben was Neues freigeschalten. Einen neuen Stoff freigeschalten, finde ich super. Wir haben ordentlich Deals gemacht. Wir haben auch gut gelevelt. Muss ich sagen, ne? Also, das ist schon echt schnieke. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen und dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!